Moin, Johannes hier und ich möchte heute mal ein kleines Video dazu machen, wie man manchmal in der Schachpartie noch weiterkommt, obwohl sie aussichtslos erscheint. Folgende Stellung, ihr seht es hier auf dem Brett, ich hatte die weißen Figuren gegen Jazzy Chesser, der mir verzeihen möge, dass ich ihn hier mal als Beispiel annehme. Aufgabe für euch, Weiß hat gerade König nach D6 gespielt. Was ist die Idee dahinter? Materiell sieht man ja, Schwarz hat zwei Türme gegen nur noch einen weißen Turm, vier Bauern gegen vier Bauern und insgesamt hat Schwarz hier den starken Bauern, machen wir ihn mal rot. Er greift hier den B-Bauern an, obwohl die weißen Bauern insgesamt ein Stück weiter vorgerückt sind, ist das nicht ganz einfach für Weiß. Anders gesagt, Schwarz steht deutlich besser. So, was war jetzt aber die Idee hinter diesem König D6 Zug. Ihr dürft das Video gerne pausieren, dürft euch Gedanken machen. Und ja, die Stellung ist für Weiß objektiv verloren, aber manchmal sind objektiv verlorene Partien, objektiv verlorene Stellungen so rum, eben keine zwingend verlorenen Partien, sondern es lohnt sich halt oft. Und das ist beim Schach wiederum mal nicht anders als im Leben, weiter zu kämpfen, weiter zu spielen, bis man ein Ergebnis dann tatsächlich irgendwann nicht mehr verhindern kann, wenn es denn so kommt. Und manchmal gibt es eben auch, und das ist mein Wort dafür, die wundersame Rettung, die man sich manchmal eben durch kämpferisches Spiel verdienen kann. Ihr hattet genug Zeit, das Video jetzt anzuhalten. Ich zeige euch, was die weiße Idee war für eine Ressource. Und zwar der Punkt ist, wenn Jazzy Chesser, wenn Schwarz hier den jetzt ungedeckten Bauern auf B5 schlägt, was ja erstmal nach einem guten Zug aussieht, den Bauern hier rauszunehmen, nimmt Weiß eine der letzten Optionen, irgendwie noch voranzukommen. Weiß hat vielleicht noch diesen Bauernvorstoß nach E6, aber der B-Bauer wirkt erstmal gefährlich, weil wenn er nach vorne kommt, dann rutscht vielleicht der A-Bauer durch bis A7 und dann kann es immer mal Verwicklungen geben. Also ist der Gedanke von Schwarz gar nicht so verkehrt, diesen B-Bauern rauszunehmen. Und das war an der Stelle tatsächlich meine Überlegung, und zwar aus folgender Idee: Wenn Schwarz hier nimmt, dann habe ich die Ressource Zugwiederholung. Das ist oftmals der einfachste Weg, um noch ein Remis aus einer völlig verlorenen Stellung rauszuholen, dass man Schwarz oder seinen Gegner in eine Position kriegt, wo er nur noch Züge wiederholen kann und damit das Spiel nicht mehr gewinnen kann. Die Idee ist jetzt hier folgende. Der schwarze König steht hier im Grunde auf einer, in einem Bereich, den ich jetzt hier mal rot markiert habe, aus dem er nicht rauskommt. Und zwar, weil der König in das Feld E, ja, wir malen das mal anders, wir malen das mal grün, das ist der Bereich, den er betreten kann. Und der weiße König nimmt ihm E6 weg, der weiße Bauer nimmt ihm F6 weg. Und der Unterschied zu dem vorherigen, zur vorherigen Stellung, als der König auf C5 stand, ist, dass er da eben nicht E6 unter Kontrolle gehalten hat. Das heißt, der schwarze König konnte hier fliehen. Und das Zweite, was er tut durch diesen Königszug nach D6, er öffnet die Linie für den Turm hier, die C-Linie. Und über diese C-Linie kann der Turm eindringen in diesen Käfig des schwarzen Königs und kann ihn da rumjagen. Und der letzte Effekt, der jetzt nötig war, um aus der Stellung noch was rauszuquetschen, ist, dass der schwarze Turm hier durch dieses Schlagen des Bauern auf B5 aus diesem Käfig wiederum raus ist. Das heißt, er kann seinem König nicht zu Hilfe eilen. Wenn ihr die grün markierten Felder anguckt, keine Figur kann dem König da noch helfen. Der Bauer ist ganz am Rand, das heißt, der König kann sich dahinter niemals verstecken. Die Stellung würde ganz anders aussehen, wenn der schwarze Bauer hier zum Beispiel auf H7 stehen würde oder der andere auf G7, wenn es also die Möglichkeit gäbe, sich so hintenrum irgendwie wegzuschlängeln, nach außen zu tunneln, wie so ein, ja, wie so ein Republikflüchtling oder so, irgendwie um diese Bauern rum oder hinter diese Bauern wegzukommen. Und das kann er in der Stellung eben nicht, sondern ich kann jetzt weitermachen mit Turm C7 Schach. Wieder bedenken, der schwarze König kann all diese Felder nicht betreten. Und der Trick ist jetzt, wenn er sich, solange er sich hier in diesem hinteren Quadrat, ich markiere es mal grün, bewegt, kann ich mit meinem Turm immer rauf und runter Schach geben, nach C8, nach C7, je nachdem, wo gerade der Schach ist, und kann damit verhindern, dass der schwarze König irgendwas anderes macht, als auf diesen Feldern hin und her zu ziehen. Und dann muss er sich zwangsläufig irgendwann
mit der dreimaligen Stellungswiederholung zufrieden geben und ich bekomme mein Remis. Wenn der schwarze König jemals hier hinterkommt nach E8 in dem Versuch auf meinen Turm zuzulaufen, dann habe ich trotzdem das Schach auf C8. Und das Schach auf C8, wenn ihr die schwarzen Felder euch, die rot markierten Felder euch anguckt, zwingt ihn immer wieder zurück dahin, wo er jetzt steht, nach F7. Und damit ist es dann genau die Stellung, aus der wir kommen wieder. Er hat die sechs Felder, auf denen er sich hier in Ruhe bewegen kann, ohne sich verstecken zu können. Und jeder Versuch auf E8 wird abgeblockt durch das Schach, das auch vom König wesentlich unterstützt wird. Denn der König nimmt die entscheidenden Felder hier weg auf D7 und auf E7, auf denen der schwarze König auf meinen Turm zulaufen könnte. Wenn er das schafft, den Turm anzugreifen und nur einen freien Zug bekommt, ist der ganze Trick vorbei. Sobald Schwarz ohne Schach ziehen kann, kommt sowas wie Turm B6 Schach, ich muss mit meinem König zurück und dann hat der weiße König, der schwarze König Freiheit und kann sich dem Dauerschach entziehen, beziehungsweise der Stellungswiederholung letztendlich. Das Dauerschach ist ja nur eine Unterform der Stellungswiederholung. In der Regel laufen Stellungswiederholungen über einen Dauerschach, nicht immer allerdings. Und hier ist das eben die Ressource, mit der ich eine eigentlich verlorene Partie noch zu einem Remis biegen konnte. Jesse Chesser, wie gesagt, mag es mir nachsehen, aber das ist der Grund, warum man es probieren kann. Die Stellung ist, glaube ich, mit -11 oder -12 bewertet von der Engine. Jesse Chesser hat hier natürlich einen Fehler gemacht. Es war nicht der richtige Zug, mit dem Turm hier gierig den Bauern auf B5 zu schlagen, aber es ist eben ein natürlicher Zug. Und je mehr ich von diesen Zügen meinem Gegner anbiete, desto öfter hat er die Chance, daneben zu greifen. Und wenn er es eben einmal tut, dann kann ich ihn unter Umständen übertölpeln, kann mir das Remis holen und eine eigentlich verlorene Partie doch noch zu einem, ja, gefühlten Erfolg führen. Das zum Thema ja, Remis-Ressourcen, auch in verlorenen Stellungen. Vielleicht hilft es euch ja das ein oder andere Mal. Der Trick, den ich hier genutzt habe, ist eben, den König auf der Grundreihe oder den beiden Grundreihen zu fesseln, zu verhindern, dass er ein Rückzugsfeld hinter die Bauern hat, seinen Turm wegzulocken von der Grundreihe und die nötigen Felder hier unter Kontrolle zu haben mit dem König. Das kann natürlich immer im Einzelfall nochmal anders aussehen als hier, aber für die Stellung ist das jetzt der richtige Punkt gewesen, auf dem der König stehen musste. Der König musste nach D6, musste dafür dem Turm die Linie öffnen, musste hier als kleines Gucci, als kleiner, ja, als kleinen Anreißer dem schwarzen Turm diesen Bauern auf B4 bieten, auf B5 und damit hat dann das Ganze hier geklappt. Vielen Dank für die Partie an Jesse Chesser und vielleicht hilft es euch ja weiter. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.